Okay, ja, dann gehen wir mal zum Fragezeichen. Da gibt es ein Fragezeichen. Ach so, diese. Ne? Hä? Was guckst du so? Was guckst du so? Hä? Ja, und sie laufen alle weg. So sieht's doch aus. Alle haben sie Angst vor mir. Haha, so muss das auch sein. Nein, okay. Ach ja. Armadillo 731. Das erinnert mich an eine Folge bei den Simpsons. Oder war es bei den Simpsons? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Aber jedenfalls wurde da gerade das Telefon erfunden. Und ja, ich glaube, das war wirklich bei den Simpsons. Und da hat dann irgendjemand so einen Telefonstreich erfunden. Erfunden, nein, jetzt habe ich schon erfunden. Gemacht. Und der andere ist dann so rangegangen und hat gefragt, ja, wer ist da? Und dann hat er irgendwie so eine Scheiße gelabert und den beleidigt und so. Und dann hat er so zu dem anderen gesagt, der halt den Telefonstreich gemacht hat. Ja, weißt du was? Mich hat vorhin irgendjemand angerufen und der hat mich ziemlich beleidigt und der war auch recht pervers und ja, und dann hat der andere so gesagt, es waren bestimmt irgendwelche Kinder, die da angerufen haben und dann hat der andere gesagt, ja, das einzig Komische daran ist nur, dass nur du und ich ein Telefon besitzen und zwar auf der ganzen Welt. Und ja, das war schon ganz nett und lustig und ja, war halt recht interessant. Ich weiß nicht, ob ihr die Folge kennt, aber war halt so eine kleine Szene in einer Folge und ja, hatte wenig mit der Story zu tun. War trotzdem ziemlich geil. Ach ja. Okay, das ist jetzt ein bisschen. Das war jetzt gerade ein bisschen. Ja, nicht gerade sehr passend zu dem Spiel und so weiter. Aber ist mir gerade so eingefallen, als ich dort dieses Telefon gesehen habe und ja. Okay. Die Mission beginnt. Und ja, ich nehme natürlich ja, mein super tolles reines Pferd, weil ich meine, das ist ein Schimmelpferd und das andere ist, glaube ich, auch so ein Schimmelpferd. Ja, alles so eine befleckten Pferde. Ha, versteht ihr? Befleckte, egal. Nein, das verstehe ja selbst ich noch nicht mal. So viel Scheiße da habe ich schon. So eine Reitpassagen zum Beispiel sind auf Dauer richtig nervig, sage ich euch. Das hat mich früher sehr angekotzt, weil ich immer so lange reiten musste und mir diese ganzen Gespräche antun musste, die einfach mal vom Inhalt her nicht gerade sehr interessant waren. Zumindest manche sind ziemlich uninteressant. Und dann gibt es wiederum manche Gespräche, die sind eigentlich ganz nett und ganz lustig. Und ja. Aber so auf Dauer sind das schon sehr, ja, nervige Reitpassagen. Oh, ein Stein. Mensch. So, ja, wo reiten wir denn eigentlich hin? Ich meine, das sieht mir sehr geistermäßig aus und sehr unheimlich und ah, ich habe Angst. Nein, natürlich habe ich keine Angst. Denn ich habe ein Pferd. Ha, und Waffen. Von daher brauche ich keine Angst haben. So. Na komm. Okay. Gucken wir mal, was sich in dieser Schlucht befindet. Hennigans, Pikes. Okay, ich kann das einfach wirklich nicht aussprechen. Wir gehen die Schlucht rauf. Okay. Oh, hier sind. Oh, uncool. Das kam jetzt sehr unerwartet. Na Mann, geh doch. Rette dich. Oh Mann, ey, so ein scheiß Pferd. Versperrt einen nur den Weg. Mann. Bam. Oh, was? Eigentlich wollte ich das wieder nicht machen, aber ich bin irgendwie. Oh, sind das Pfeil? Bam, Kopfschuss. Ist das ein Freund? Ja. Scheint der Fall zu sein. Ja, du kannst ihn auch abknallen. Mein Gott, er steht genau neben ihm. Und, ach so, das sind beides Feinde. Bam, haha. So, und da ist, ja, da ist auch noch jemand hier. Komm, komm. Kopfschuss. Okay, dann plündern wir mal ein paar Leichen. Und, ja. Na komm, hier ein paar Leichen plündern. Darf man doch nicht verschwenden. So. Zack. Ah.
Was? Mein Gott. Sind meine Leichen. Verschwinde. Nein. Okay, so. Hier, zack. Leichenplündern. Ja, 4 Dollar. Yeah, wir sind reich. Wir werden einfach immer reicher. Und, okay, ich sollte vielleicht in Deckung gehen. Wo sind die denn? Sag mal, habe ich ihn nicht getötet oder so? Ich habe da exakt in seinen Körper geschossen. Mann. Na komm. So, noch einer. Ja, da hinten ist noch einer. Zack, ist er tot. Und, das war's. Schön, schön, schön. Nachladen und Leichen plündern. Hehehe. Leichen, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. So. Zack, Munition, Munition. So. Yeah. Immer schön das Geld einsammeln. Tja. Arme Schweine. Oder einfach nur Geizhälse. Hat der noch was? Boah. Ah, 4 Dollar. Ha. Korb. Okay. Wow, wow, man erschreckt mich doch nicht immer so. Ihr merkt, ich bin manchmal etwas schreckhaft, aber... Boah, mein... Mann, 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 Mann. Bam. Wie ich seine Arme zerfetzt habe. Also, rein theoretisch, ne? Zack. Leichen plündern, das macht Spaß. Oh, oh, yeah. So, der hat bestimmt auch noch Geld. Nein, natürlich nicht. Okay, ich muss in Deckung gehen. Na, gehe ich mal hier hinter dem Stein in Deckung. Oh, 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 sie schießen auf mich. Tja, was mache ich denn da? Ich würde ja gerne diese Leute abknallen. Zack. Ah, schade, daneben geschossen. Die ah, knapp, daneben ist auch vorbei. Komm. Boah, da habe ich seinen Hut weggeschossen. Na komm, 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 komm. Ja, er ist tot. So. Na? Na? Zack. 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 So. Dort ist auch noch jemand. Zack. Der ist ja nochmal tot. Er lebt noch. Boah. Alter. Das war doch ein bisschen übertrieben von dem einen. Kranke Nummer. Oh, gibt's hier unten eine. Ja, genau. Hier gibt's manchmal so eine Truhen. Wo manchmal viel Geld drin ist. 11 Dollar, okay. Das ist jetzt in meinen Augen nicht wirklich viel, aber hey, immerhin. Ich meine, wir haben jetzt schon 75 Dollar. Und jetzt überqueren wir eine Brücke. Boah. Da-da-dam. So. Na komm, ich werde mal... Na komm. Wow, 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 und ja, ja, geschafft, geschafft. Zack, bam, und da ist der nächste. Zack, was? Ich habe ihn nicht ge... So, nachladen und dann geht's weiter. Oha. So, ja, klappt auch schön. Leiche plündern. Haha, ja, okay. Ah, nochmal 4 Dollar gemacht. Das klappt auch schön. Ich meine, wir haben jetzt schon 79 Dollar. Das ist, ich weiß nicht, ob es viel ist, aber ich meine, ist schon ganz in Ordnung. Nochmal 5 Dollar. Ja. Wir werden reich. Irgendwann sind wir Millionäre. Auch wenn das ein paar Jahre dauern könnte, aber irgendwann haben wir es geschafft, ne? So. Ja, was ist jetzt los? Gibt's hier Leute? Gibt's hier Leute? Na? Mann. Oh. Zack. Oh, sag mal, ist er tot?
will es für ihn hoffen, weil sonst bekommt er einen schmerzhaften Tod. Sag mal. Kopfschuss. So. Leiche plündern. Ah, wieder 5 Dollar. Ah, schön, schön, schön. Und diese Leiche. Ah, knapp, knapp, knapp. So. Gucken wir mal, wo wir uns jetzt. Ah, okay. Achso, das ist ein Verbündeter. Tja. Kann ich ja nicht wissen, ne? Ja, komm. Da ist noch jemand hier. Den schaffst du. Zack. Was? Ich habe ihn nicht getroffen? Na komm. Na komm. Okay, das ist irgendwie eigenartig. Boah, Kopfschuss. Ja. So muss das sein. Okay, ich plündere jetzt mal keine Leichen, weil das ist doch auf Dauer ein bisschen nervig. So. Aber diese Waffen, also die ich hier, also die Waffe, die ich hier gerade benutze, ist eigentlich so immer die beste Waffe, die man hier benutzen kann. Finde ich zumindest. Ja. So. Ah. Okay, dann werde ich mich mal hier hinter dem Stein verstecken. Und werde die einfach mal eiskalt abknallen. Der sieht mir irgendwie wichtig aus. Was? Ich habe mir doch vollkommen in seinen Kopf geschossen und der. Na komm. Ja, ich werde jeden einzelnen umbringen. Okay, es nervt mich. So, jetzt mal ein bisschen offensiv hier spielen. Okay, ich traue mich nicht hier runter zu springen, weil sonst sterbe ich vielleicht. Aus diesem Grund werde ich das mal unterlassen und diesen abknallen hier. Yeah. Aggressivität. So. Der scheint tot zu sein. Oder auch nicht. Nee, zack. Na komm, noch eine Kugel. Ah. Ja, ich weiß. Ich bin hier ein bisschen offensiv unterwegs, aber ich meine, das macht Spaß. Zack. So. Kühe. Ah. Wir dienen den falschen Leuten. Ja. Ah, ah, oh Gott, er ist ja wirklich tot. Er wird. Was? Nein! Ey, uncool, ey, Leute. Das war wirklich nicht mal beabsichtigt. Ich meine, wäre ich freiwillig in den Tod gesprungen, da wäre es ja in Ordnung gewesen, aber ich meine, was? Ich schlitter so einfach mal runter. Einfach dumm. Egal, ich werde mal versuchen, diese alle leise auszuschalten. Und werde mich dafür langsam aber sicher vorarbeiten. Ja, das ist perfekt. Dann warte ich, bis der da weiterläuft. Oder auch nicht. Ohne Sinn. Was? Ja, doch. So. Oh, verdammt! Ich wollte eigentlich nur eine Waffe wegmachen. Oh. Ja, ich wollte eigentlich nur eine Waffe wechseln, aber natürlich schieße ich aus Versehen. Das passiert. Tja, wenn man nicht so ganz überlegt. Naja, egal. Egal. Diesmal werden wir hier nicht runterspringen. Sonst müssen wir das wieder neu machen und darauf habe ich keinen Bock. Immer wieder eine Mission neu zu starten. Bam. Oh, habt ihr das gesehen? Richtiger Headshot. Das ist ein Trickshot, sage ich euch. Ach ja. So. Ja, wir haben es gleich geschafft, würde ich mal sagen. Na komm. So. Und jetzt sind es nur noch zwei, oder? Scheinen nur noch zwei zu sein. Ja, da ist noch einer. Wieso kriegt er denn eigentlich? Ach so, ha. Muss er. Nee, L. Nee, R. Doch, L3 muss man drücken. Zack. Er ist tot. So. Hier gibt's doch sicherlich wieder eine Kiste, oder? Boah, ey.
Hä, wen haben wir denn jetzt hier gerettet? Wieso nehmen die denn so einen Typen als Geisel? Ich meine, was? Ohne Sinn. Genau. Ach ja. Ja, ich denke mal, so ja, fängt das Ganze jetzt an, ne? Mit den ganzen besseren Missionen, wenn man so möchte. Und ja, was ist jetzt los? Mit ewiger Jugend. Wie geil. Boah, ey. Mit einer Zigarre im Mund. Ach ja. Nun ja. Oh, Kühe. Ohne Sinn. Es sind jetzt einfach mal nach kürzester Zeit sind jetzt ganz viele Bauern da und die nehmen die ganzen Kühe mit. Und wir haben 25 Dollar Gewinn gemacht. Das ist natürlich super schön. Jetzt haben wir schon einen dreistelligen Betrag erspart und ja. Vielleicht gibt es hier trotzdem noch eine Kiste, die man öffnen könnte. Oh. TNT. Mensch, da kommt mir eine nette Idee. Und zwar kommst du mal mit. Und zwar gehst du da hin. Oh ja, das ist gemein, aber trotzdem, das wird ein Spaß. Okay, und du bleibst erstmal schön da. Ja, auch wenn ich ein bisschen schneller wegrenne, aber du bleibst da. Oh yeah. Und jetzt. Bam. Geil, geil. Auch wenn das jetzt nicht so spektakulär aussah, aber ich meine, das Pferd ist tot. Kranke Nummer. Kranke Nummer. Oh, Tierhäuten. Machen wir mal schnell. Das bringt nämlich auch ein bisschen Geld. Wenn man das dann so verkauft. Oh, da spritzt das Blut. Oh mein Gott. Ja. So. Zack. Tja. Jetzt ist es nackig. Ach ja. Okay, ja, ich würde mal sagen, damit verabschiede ich mich. Mit dieser kranken Zähne, wenn man so möchte. Bam. Gibt's nochmal TNT? Nee, das ist kein TNT. Ja, und ich hoffe, euch hat's gefallen. Bis jetzt zumindest. Auch wenn die Missionen jetzt gerade nicht so spektakulär waren. Zumindest empfand ich das so, dass sie jetzt nicht so ja, geil waren. Aber die guten Missionen kommen. Oh, da ist eine Truhe. Da ist eine Truhe. Ja, die guten Missionen kommen noch alle. Glaubt mir, Leute. Die wären noch ganz spannend. Na komm, hier. 11 Dollar. Ja. Und wir werden immer reicher. Na komm. Gibt's hier noch was? Nein. Hier gibt es... Ah doch, da gibt's noch eine Truhe. Zack. Da-da-da-dam. 13 Dollar. Yeah. Und wir sind reicher. Okay. Ja, ich würde mal sagen, damit verabschiede ich mich mit diesem nackigen Pferd.